Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Tja, Kabinett umbilden, wa? Ja, und danach dieses Elternprojekt. Alles klar. Hier Elternbildungs... Weißt schon. Dann Reshuffle Kabinett. 10 politisches Kapital. Meine Damen, meine Herren... Auf ein neues. Ein bisschen aufgeregt. Ja. Also. Ach. Hier kann ich verschieben? Oder select a ministry you want to kick out of your current posts. Hm. Ah, und ich kann sie auch sogar für andere Posten. Also erstmal den möchte ich feuern. Dann, der bringt uns 0,8. Den kriegen wir aber auch wieder, glaube ich. Ja, weil Selbstständige jetzt und Kapitalisten. Den würde ich noch lassen. Okay, dann haben wir hier Religiöse und Autofahrer, die würde ich feuern. Mhm. Das geht ja nur nach unten. Unser Tax-Chancellorin ist Autofahrer und Liberale. Weiß ich nicht, ob wir die kriegen. Ich glaube, wir müssen was für Car-Usage machen und dann, also... Ich glaube, wir werden dann irgendwann eine Maut einführen und das findet ihr nicht gut, glaube ich. Gut, dann haben wir den hier für Gewerkschafter und Pendler. Ist immer noch auf 1,3, den würde ich auch lassen. Ja. Die Pendler mögen uns doch auch, seit wir die Remote-Working-Geschichte genau haben. Genau. Religiöse und Konservative haben wir hier bei Law and Order. Religiöse und Konservative, weiß ich nicht, ob wir in der Richtung halt Dinge tun. Das wird wahrscheinlich nur schlimmer. Ich denke auch. Frage ist, ob wir sie jetzt machen, oder? Ja. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, weil jetzt können wir alle, also ich... Bin so ein bisschen im Zweifel, wir können ihn immer noch für einen anderen Bereich wieder anheuern. Ja, das finde ich gut. Aber ihn würde ich tatsächlich noch drin lassen. Ja, und die Verkehrsministerin glaube ich auch, ne? Ja, die ist bei 77% Loyalität, pensioniert und Sozialisten ist unsere Gruppe, würde ich sagen. Ja, also ihn noch raus und dann behalten wir die beiden. Gut. So, ein bisschen Kabinett. So, dann würde ich sagen, Außenminister anheuern. Die haben wir eben rausgeworfen. Ich würde mal nach Loyalität sortieren. Hier haben wir, oh, es kann tatsächlich mehr als 2 geben von jemandem. Der ist religiös und Kapitalisten. Ich glaube, da ist es nicht lange her mit der Loyalität. Ja, glaube ich auch. Ich würde hier ein Stück weit mehr auf die Campaigning Skills auch gehen, weil wir einfach durch dieses System, wo wir ja irgendwie Gelder auch einwerben müssen. Dann vielleicht sie hier, Hazel Adams. Oh ja. Hazel Adams wird... Sie möchte gerne Economy oder Public Services. Erfüllen wir ihr den Wunsch? Ja. Können wir machen. Dann mache Public Services, dann machen wir sie, Minister of Industry, machen wir Loyalität. Hazel Adams hier. Ja. So, dann weiter Außenminister. Loyalität und Campaigning. Religiös und Patrioten hat hohes Campaigning, aber Dann lieber noch die liberalen Farmer, aber das ist ja auch... Null Campaigning. Aber ein bisschen Erfahrung. Ja, würde ich auch sagen. Aber Welfare and Law and Order, dann würde ich Stacy Torres in Law and Order setzen. Mhm. Law and Order.
Stacy Torres, hier ja. ist sie. Zack. Dann. So. So ein bisschen Erfahrung wäre jetzt schön. Wir können nach Erfahrung sortieren. Die waren vorher in unserem Kabinett, die jetzt hier gestiegen sind. Was kommt denn hier als nächstes? Anita Thomas, Capitalist und ethische Minderheiten. Die Loyalty. Ja, für die haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Ja, Loyalty ist eher so mittel. Wir kriegen 1,2, aber ich glaube, das könnte uns gut tun. Stell auf. Und Foreign haben... Policy möchte sie auch gerne. Sehr schön. Dann nehmen wir sie. Zack. Fehlen auch Welfare und Tax. Was ist denn hier gerade im Chat los? Warum machen wir keinen harten Arbeiterstaat, wird gefragt. Wir sind zu lieb dafür, wird entgegnet. Das würde ich sagen. Und wir können immer noch ins Extreme später gehen. Wir fangen an, uns in Democracy 4 wohlzufühlen. Bei der zweiten Spielrunde gehen wir dann härter mit unseren Überzeugungen rein. So. Hier haben wir auch jemanden, der stark erfahren. Patriot, Kapitalisten. Aber den können wir auch wieder nehmen. Guck mal, der hat ja noch ein bisschen Entwicklungspotenzial bei den Erfahrungen. Ja, und das Campaigning ist auch nicht schlecht. Richtig, und Kapitalisten und den Bereich Self-Employed, da kümmern wir uns ja demnächst auch nochmal drum. Ich glaube, wir haben ihn auch aus der Welfare rausgeworfen, aber wir nehmen ihn wieder. So, du hast es überstanden. Daryl Gonzalez, ja, du bist wieder drin. Ja, schön. So, und jetzt fehlt noch Tax. Da war vorher sie, da würde ich... Wir hatten da oben noch einen Self-Employed, selbstständig und Farmer oder irgendwie sowas. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr. Self-Employed Farmers hier. Campaigning ist schon ein bisschen empfahlbar, aber sie will nicht gerne in Techs arbeiten. Aber ist uns das egal? Okay. Ich weiß nicht, wie findet das Spiel, wenn wir die Leute irgendwo hinpacken, was sie nicht wollen? Wahrscheinlich wächst ihre Erfahrung nicht so doll. Würde ich schätzen. Aber die gefällt mir auch. Wir machen mal hier eine gemixte Geschichte. Wir testen das mal. Ja. So. Ja, nee, Goldi Gold. Ja, wir wollen uns nicht nur Leute holen, die uns 100% zusprechen, sondern, versuchen jetzt nicht, dieses ganze Spiel zu tricksen und die inneren Regeln des Spiels herauszufinden, um, wie man es auf Englisch nennt, min-maxing das Spiel, sondern versuchen, dem zu folgen und nicht hinter die versteckten Regeln, um das System auszutricksen, sondern tatsächlich Entscheidungen zu treffen, die eher mit der richtigen Politik zu tun haben. Deswegen nicht nur Sachen, die 100% Zustimmung haben. Okay, wir haben jetzt 10 ausgegeben, um das Kabinett umzubilden. Wir haben noch 8 und du hast gesagt, die Geschichte mit den Eltern würdest du gerne haben. Das war bei Wohlfahrt, nee, Public Services. Free Parenting Classes. Also. Ja, das kostet nämlich auch nicht so viel. Ja. Also tatsächlich etwas dafür zu tun, wenn man ein Neugeborenes hat, dass man denen unter die Arme greift mit für umsonst, dass man denen grundlegende Sachen beibringt und so. Finde ich auch super. Mhm. Kostet uns auch nur 3, das heißt, wir haben danach noch Sachen für andere Geschichten aus dieser Ecke und wir tun wieder was für die Bildung. Und für die Eltern, glaube ich. Ja, und für die Eltern, auf jeden Fall. Eltern finden es gut, yes. Die Anzahl in der Gruppe der Eltern wird sich erhöhen und die Einwohnerzahl wird sich erhöhen, natürlich. Aber sofort, ohne Verzögerung, finde ich krass. Wir haben nicht mal 9 Monate Zeit. Ja, nicht mal... Bob, sofort. Ja, wie hoch würdest du setzen? Wir können es schon da lassen, wo es war. Okay. Also wir haben momentan noch nicht genug Arbeitsplätze geschaffen, um in 16, 17 Jahren diese 4 Menschen... auch versorgen zu können mit Arbeitsplätzen, die sie auch
wollen. Okay. Was ist denn jetzt hier unten? Kann ich hier nicht... Achso, ich habe es jetzt schon eingeführt? Achso. Ja, genau. Ich habe es ja jetzt schon eingeführt und genau so will ich es lassen. Jetzt gerade wird es uns nichts kosten, aber wir haben sie eingeführt, genau. Free Parenting Class. Bleiben uns noch 5. Auch krass. Es verboten wird, dass die Genitalien von Frauen verstümmelt werden. Dass das noch nicht verboten ist, ist krass. Dass wir da überhaupt drüber reden müssen. Ja. Ja. Verbieten, los. Ja, wenn wir darüber stolpern. Ja. Ich verbiete das jetzt. Ja, unbedingt. Bin dabei. Das ist, also wer Genitalverstümmelung bei Frauen davon noch nichts gehört hat, seid froh. Da gibt es viele Dokumentationen drüber. Das ist nicht schön. Die Konservativen finden es nicht gut. Das finde ich. Ach ja, okay. Das finde ich nicht gut. Ja, das finde ich auch nicht gut. Und die Geschlechtergerechtigkeit geht hoch. Finde ich auch gut. Ja. Enforced. Wir müssen sowieso was für Gleichstellung machen, auch in den Unternehmen und so, damit wir die Frauen damit dabei haben. Das ist hier weg. Enforced Ban oder Heavily Enforced Ban? Heavily Enforced. Also da bin ich jetzt an der Stelle mal grundsätzlich dafür, dass wir das kriegen. Und was haben wir? Oh, diesmal kein Dilemma. Extradited Hacker Convicted. Extradited? Hilf mir. Ausgeliefert. Ausgelieferter Hacker verurteilt. Wir haben erfolgreich einen ausländischen Hacker verurteilt, der sich in Computersysteme der Regierung hineingeschummelt hat. Okay, wir haben einen Schlag gegen die internationale Cybercrime gemacht. Verbrechen geht um 3% runter, Cyberwarfare minus 7%, okay. Cyberwarfare. Oh, Cyberwarfare ist eine Sache, die passieren könnte, aber durch diese Geschichte hier ist es quasi auf eine Beton-Null gegangen. Interessant. Assange wird gerade gesagt. Hat das mit Assange zu tun? Das wahrscheinlich. Da gab es, glaube ich, in der letzten Woche auch eine erweiterte Anklageschrift durch das FBI. Oh Mann. Ich habe sie mir aber diesmal nicht durchgelesen. Das ist ja das Spannende, in den USA kann man sich ja die Anklageschriften tatsächlich angucken, was den Leuten vorgeworfen wird und so. Und das ist teilweise besser als hier der Kriminalfall. Ja, hier, Edelhack sagt gerade, das war die Nummer mit Mitchell. Walisischer Hacker, der nach USA ausgeliefert wurde letztes Jahr. Sehr unfaire Nummer. Der Hack war auch eher was anderes als ein Hack. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Also ich bin eher bei Assange. Aber wobei, der ist nicht ausgeliefert worden. Ja, genau. Ne? Und das passt zu dem, was Edelhack sagt. Da hätte ich gerne mehr Informationen zu, falls das geht. Also falls da irgendwer in den Chat nochmal einen Link packen könnte zu dem Fall. Das würde mich sehr interessieren. Oder mir per Nachricht schicken bei Twitch oder so. Ja, wir haben keinen Mega-Hacker laufen lassen, der ist ausgeliefert worden. Genau, und wurde dann verurteilt. So, wir haben wieder eine Forderung eines Spenders. Ted Wilson wieder. Besteht darauf, dass wir Youth Club Subsidies fördern. Klar. Soziale Arbeit, wir haben ja eh das Problem mit der Ghettoisierung. Wir müssen mit sozialer Arbeit dort rein. Und eine
durchaus erprobte Variante ist es dann, im Sozialraum zu investieren, beispielsweise in Jugendclubs. Ja, und an der Stelle... Die Kommunen können sich das noch nicht mehr leisten. Und an der Stelle wäre es so ein Ted, alter Junge, interessant, dass du das erwähnst. Wollten wir eh, aber natürlich... Genau. Ja, Implement Policy as requested und kostet relativ wenig und wir unterstützen Jugendclubs. Eltern finden es gut, Sozialisten finden es gut, die Kriminalität geht runter, wenn auch mit Verzögerung. Die Jugend findet es gut und das Einkommen der Jugend, sehe ich jetzt nicht, dass sich da irgendetwas ändert. Wir könnten das ein wenig hochsetzen. Wie weit wollen wir sie fördern? Ich bin grundsätzlich dafür, Jugendliche so gut zu fördern wie möglich. Auch finanziell. Wir können es aber auch hier erstmal so lassen, weil wir es schlussendlich hier auch wieder das gleiche gilt wie in den anderen Bereichen hochsetzen können wir es immer noch. Ja, aber dann würde ich doch mal auf 175 gehen. Ja. Das ist doch ein schöner. Den Impact auf Crime eigentlich eine sehr schöne Sache. Also, zack. Definitiv. Haben wir eingeführt und Situation Immanent, also eine bevorstehende Geschichte, die Doctor Strike Geschichte. Da sind wir immer noch knapp unter dem Starttrigger. Okay, wissen wir Bescheid. Wir hoffen, dass was passiert, wenn die Weltwirtschaft sich erholt. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal auf den Gesundheitsbereich gucken. Und jetzt haben wir noch eine Headline. Heute gibt es einen Report für... über die Beerdigung von vom Police Officer Eric Williams, der mehrfach in die Brust geschossen wurde, nachdem er Drogendealer auf der Straße konfrontiert hat. Dank des Gesetzes gegen die bewaffnete Polizei war er quasi verteidigungslos und ist am Tatort verstorben. Okay, wir haben also eine unbewaffnete Polizei. Stimmt, in England ist es ja so, dass die Bobbys, die Straßenpolizisten, nur einen Knüppel haben und keine Pistole, ne? Ja, also eine Variante wäre jetzt, dass wir uns die Polizei angucken. Variante B, wir können auch beides machen, wäre, dass wir uns nochmal die aktuelle Waffengesetzgebung angucken. Wenn wir darauf reagieren wollen. Ja, ich habe jetzt gerade wir haben hier ein paar Sachen von ein paar Links bezüglich dieses Hackers. Laurie Love, alleged British hacker, begins legal battle to get seized computers back. Und den Edelhack im Chat meinte, war McKinnon, Gary McKinnon, Brit who hacked into NASA faces extradition. Also der wurde ausgeliefert. Das ist von Mai 2006. Elak, du kennst dich gut aus in der Sache, die anscheinend den Entwickler aufregen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal diese Politik an, wenn hier schon der Knopf da ist, würde ich sagen. Ne? Ja. Armed Police. Das ist quasi ein Gesetz, dass wir die Polizei bewaffnen. Weil der Default oder der Standard ist, dass wir keine bewaffnete Polizei haben. Ja, wir können uns das momentan sowieso nicht leisten. Einfach 38. Weil das politische Kapital ist. Ja, wir müssten eine Runde sparen komplett. Und diese schon ausgenommen, weil wir schon eine Politik umgesetzt haben. Das heißt, wir werden uns gleich mal Sachen angucken. Die Armut ist gesunken. Economy Forecast. Die Weltwirtschaft sinkt immer noch, unsere Schulden steigen, unser BIP ist wieder ein kleines Stück gesunken. Unser Einkommen ist gesunken. Ja. Aber nicht so krass wie der Absturz der Weltwirtschaft. Ich finde, wir halten uns noch tapfer. Ja,
Und was wollte ich noch gucken? Achso, Economy, hier, Security Briefing. Die wahren Patrioten sind, stellen eine kleine Gewalt dar. Also, ist jetzt noch nicht super krass, aber wir haben eine extremistische Gruppe. Oh. Okay. Wir sind zurück, wir haben noch 12 politisches Kapital, weil wir eben schon die Jugendclubs, wie vom Spender gefordert, eingeführt haben. Ja, im Chat wird auch gesagt, mehr Waffen, mehr bewaffnete Menschen. Ja, das ist ein Punkt. Auf jeden Fall. Deswegen würde ich jetzt hier auf die Waffengesetzgebung bei uns im Land schauen. Also wir können uns jetzt sowieso noch mal unabhängig von der Diskussion, ob wir bewaffnete Polizei wollen oder nicht, müssten wir uns das einfach nochmal angucken, ob wir da nochmal... Hier sind die Waffengesetze. Es ist im Moment, dass dass du eine License brauchst. Und wenn wir es hochsetzen, Lizenz required und Mindestalter. Aber da haben wir leider nicht genug politisches Kapital für die nächste Stufe. Gut, aber die nächste Stufe halte ich für realistischer, als sehr viel Geld in die bewaffnete Polizei zu investieren. Und sehr viel politisches Kapital. Ja. Also wir können auch einfach in die nächste Runde gehen, dann hätten wir zumindest das uns schon mal angeschaut und das hat einfach so positive Auswirkungen auf andere Problemfelder, die wir haben, Kriminalität und Co., dass ich mir das gut vorstellen könnte für die nächste Runde. Okay, wir haben im Moment, gehen wir mal drauf, im Moment bekommen wir im Moment 20 politisches Kapital, wahrscheinlich wird es auf- oder abgerundet, ich weiß es nicht, vielleicht 21 mit Glück. Im Moment haben wir noch 12 und wir bräuchten 23, das heißt, wir sind einiges drüber, wenn wir jetzt nächste Runde machen würden. Und wir haben uns noch nicht angeguckt, wie unsere Probleme sind. Vielleicht können wir noch was Kleines einführen. Mhm. Unser Defizit ist auf 47. Na, ich gehe mal hier die Sachen durch. Unsere nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht runter. Das ist ganz zauberhaft. Dann... Was ist das nächste? Fettleibigkeit. Ah, fängt an zu stagnieren, das, wo es runtergeht. Mhm. Die überfüllten Krankenhäuser, ganz leichter Abwärtstrend. Die Asthma-Epidemie geht wieder ein Stück hoch. Ja. Alkoholkonsum geht wieder hoch. Wir haben es knapp verpasst. Schade. Schade. Organisierte Kriminalität geht auch wieder ein kleines Stück hoch. Aber unser Witness Protection Programm wird da weiter drauf wirken. Und wenn wir die Waffen reduzieren, wirkt das auch darauf. Das ist gut. Straßenbanden geht langsam runter. Und Ghettoisierung geht auch ein kleines Stück runter. Da haben wir ein bisschen was für gemacht. So, dann würde ich jetzt... dann... Womit machen wir weiter? Ich würde jetzt einmal noch mal kurz in... Welfare? Tatsächlich, Rent Controls haben wir. Also quasi, wo von staatlicher Seite der private Mietsektor ein wenig reguliert wird. Die Kapitalisten finden das nicht toll, weil das den freien Markt einschränkt. Und ja,
Ansonsten hätte ich jetzt noch mal kurz geguckt, ob wir noch was Billiges haben, vielleicht bei Public Services, also kleine Sachen, die in eine richtige Richtung gehen. Ich glaube, wir haben schon eine, guck also, mal, die Free School Meals hätten wir noch. Oder ja, die Wiederaufrüstung oder so. Free School Meals oder Compulsory School Sports, würde ich sagen, um noch ein bisschen was in Richtung Fettleibigkeit und generell für die Gesundheit zu tun. Und die State Water Company könnten wir uns perspektivisch mal angucken, wenn wir uns mit diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich nochmal auseinandersetzen, wenn die Wirtschaft wieder nach oben geht und wir wieder Einnahmen haben. Ja. Was wir uns leisten können, wären der verpflichtende Schulsport. Kostet nicht viel und dafür haben wir noch das Kapital und wenn wir dann nächste Runde machen, können wir die Waffengesetze anfassen. Finde ich gut. Okay. Verpflichtender Schulsport wirkt sich direkt positiv auf die Gesundheit und negativ auf die Fettleibigkeit aus. Und da würde ich halt tatsächlich einfach mal die 122 Millionen ausgeben. Um auf die Fettleibigkeit, ja, 16, genau, es dauert. Und da würde ich dann direkt volle Wirkungsmacht entfalten. Ja. Ja. Und jetzt 8 behalten wir über und dann können wir die Waffengesetze anfassen nächste Runde. Also, auf geht's. Und wir haben ein Dilemma. Es geht um Fracking. Hydraulisches Fracking. Hydraulisches Fracturing oder Fracking genannt, ist eine Bohrtechnologie, die Energiekonzernen erlaubt, bisher unerreichbare Schiefergase abzubauen. Die Technik ist relativ neu und es braucht eine Erlaubnis der Regierung. Auf der einen Seite öffnet das große Quellen für neue Energie, auf der anderen Seite sind ernsthafte Auswirkungen für die Umwelt, also Sorgen, dass es ernsthafte Auswirkungen für die Umwelt hat, über diesen Prozess im Raum. Ja, also wir können entweder Fracking erlauben oder Fracking verbieten. Ich habe keine Ahnung, wie sich's auswirkt. Ich auch nicht. Ich bin halt eher für verbieten, aber das liegt daran, dass wir tatsächlich so ein paar Umweltschutzprobleme haben, die wir irgendwie in den Griff kriegen sollten. Und ich mir nicht sicher bin, ob Fracking uns dabei hilft. Nee, würde ich auch sagen. Ich glaube auch nicht, dass Fracking uns wirklich dabei hilft. Es wird unserer Wirtschaft wahrscheinlich, also den besten Dienst leisten, aber an dieser Stelle bin ich durchaus gewillt, da noch weiterzugehen. Unsere Schuld liegt jetzt zwar bei 2 Billionen Pfund, aber mein Gott, ich würde Fracking tatsächlich bannen. Ja. Environmentalists finden es toll, plus 4%, die Kapitalisten finden es doof. Kein Impact auf die Umwelt. Achso, hätte wahrscheinlich einen Impact auf die Umwelt gehabt, wenn wir es erlaubt hätten, dann wäre die Umwelt wahrscheinlich gesunken. So haben wir das verhindert. Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ja, wie sieht's denn hier Election Report aus? Es sieht ziemlich gut aus. Die anderen sind mit ihren Aktivisten ziemlich auf Null angelangt und wir sind ziemlich weit oben. Also, meine Fresse. Ja, das sind schon wieder so beängstigende Zustimmungswerte. Ja. Hier oben auch 93,35%. Interessant. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.